Ich bin echt froh, dass ich hier bin. Ich muss jetzt mal was. Unsere Teamassistentin hat gesagt, ich stand im Stau. Das war aber eine Notlüge, weil ihr das zu peinlich war. Weil hatte mir den Termin für morgen eingetragen. Und ich saß eben gerade in der Geschäftsführersitzung und dann macht das Ping und dann kam hier der Tweet. In 20 Minuten soll ich hier was erzählen. So, und ich bin froh, dass ihr eigentlich in Ottensen seid, weil wir sitzen hier einfach nur 100 Meter weiter. Also ich bin hier einfach rübergelaufen. Insofern ging das. Ich hatte dann noch echt Zeit, die Präsentation zu bauen. Genau, ich will ein bisschen was erzählen zum Thema transformationale Produkte. Jetzt kommt es schon ein bisschen leichter von den Lippen. Aber vielleicht mal nochmal so einen Blick aufs große Ganze, weil ihr macht Produktentwicklung wahrscheinlich, habt vielleicht Wurzeln in der Softwareentwicklung, im UX, einige von euch im Marketing vielleicht, einige von euch vielleicht sogar in der Werbung. Ach, ganz gefährlich. Ich wollte nie nach Cannes, aber ich war jetzt die letzten 3 Tage, muss ich fairerweise zugeben, in Cannes. Und das ist schon interessant, weil man sieht auf der einen Seite halt diese alte Welt, ja, in der ja unsere Kunden oftmals noch sind und die Marketeers unserer Kunden noch sind, die von Brand und Proposition und Kommunikation und Storytelling sozusagen erzählen und die sich ja dann auch in solchen Awardshows, ne, dann halt feiern. Die sind da auf der Bühne, die präsentieren ihre Marketingkampagnen. Also es ist halt wirklich großes Kino. Und auf der anderen Seite, nicht, also das findet alles so im Kunstlicht und Kunstklima, weil Aircondition statt. Und auf der anderen Seite dann am Strand, da sitzen halt die ganzen Tech-Firmen, ne? Also die Facebooks, die Googles und so weiter. Die haben zwar auch so ein bisschen Storytelling, aber eigentlich machen die ja was ganz anderes, ne? Die arbeiten mit Daten, die arbeiten mit Services, die arbeiten mit digitalen Produkten, die sie bauen. Und deshalb habe ich mir überlegt, weil die Präsentation für morgen hatte ich mir schon gebastelt. Er hat gesagt, wie kriegt man eigentlich diese beiden Welten eigentlich nochmal zusammen, die man kann erlebt hat? Und dann erzähle ich auch gleich ein bisschen was über transformationale Produkte. Also, wo leben die meisten unserer Kunden? Die leben eigentlich hier und hier lebt eigentlich auch die Industrie. Ja, also wir sind zwar jetzt im Jahre 21 des Internets und eigentlich sind wir ja, auch nicht die meisten von euch nicht mehr seit gestern dabei, sondern wir beschäftigen uns seit 20 Jahren irgendwie mit digital, mit Internet und so weiter und so fort. Aber unsere Kunden, ja, also die großen Marken, die sind eigentlich noch hier. Ja. Die beschäftigen sich mit ihrer Marke, mit ihrem Versprechen. Ne, warum existieren wir? Wie kriegen wir das in Stories gepackt und so weiter und so fort? Und dann haben sie halt Produkte, die eigentlich eine Funktion haben, nämlich das Markenversprechen zu beweisen. Das ist immer so ein Henne-Ei-Problem, was war zuerst da, die Marke oder das Produkt oder erst das Produkt und dann wird darum sozusagen eine Marke postrationalisiert. Aber darum kümmert sich letztendlich halt das Unternehmen um das Produkt. Und da gibt es dann so Hilfsdienstleister wie Agenturen, ne? Die kümmern sich dann so ein bisschen um die Marke, so, um die zum Strahlen zu bringen, zu positionieren und so weiter und so fort. Und dieses Modell hat wirklich, glaube ich, seit der ersten R6-Zigarettenpackung in den 20er Jahren hat dieses Modell, also fast jetzt 100 Jahre, nicht 50 Jahre, wirklich sehr gut funktioniert. Und dann kamen ja diese Knilche an, die GAFAs, die Google, Apple, Facebooks, Amazons, nicht? Die im Grunde genommen, was haben die ja gemacht? Die haben ja die Schnittstelle zum Endkonsumenten größtenteils geklaut, sind da halt Intermediäre da reingegangen. Auch das nochmal interessant. Als wir 95 mit dem Internet angefangen haben, dachten wir, the death of the middleman. Ne? Also die Mittelmänner, die gibt es jetzt gar nicht mehr. Die sterben jetzt alle aus, weil jetzt kann ja Marke und Unternehmen direkt mit dem Kunden interagieren. Ne? Super. Und da braucht es ja gar keine Mittelmänner mehr. Aber es ist viel schlimmer geworden, weil die Mittelmänner sind ja heute nicht mehr Karstadt und Quelle und Otto und so weiter, sondern die neuen Mittelmänner sind halt die GAFAs. Und die machen was ganz Raffiniertes, die haben sich dazwischen gepackt und verauktionieren diese Schnittstelle in einem Auktionsmodell. Und durch dieses Auktionsmodell schöpfen die letztendlich halt die Marge, die Profits unserer Kunden ab. Ja, weil in einem Auktionsmechanismus letztendlich spielt theoretisch jeder sozusagen bis zur absoluten Schmerzgrenze geht, um Marktanteile sozusagen nicht zu verlieren. Und das ist der Grund, warum unsere Welt, als wir mit dem Internet angefangen haben, Mitte der 90er Jahre, ja, da waren die 20 größten amerikanischen Unternehmen, wenn man die mal so abschichtet nach dem S&P, nach der Marktkapitalisierung, da waren so die beiden größten Tech-Unternehmen, Microsoft und Intel. Ne? Und das war übrigens auch die Zeit, wo dann die Europäer anfingen, Monopolverfahren gegen Microsoft
anzustrengen. Ne? Windows 95, ne? Bundling mit dem Browser. Bin jetzt ein bisschen Opa erzählt vom Krieg. So, aber da gab es die großen Monopolverfahren, weil die eine marktbeherrschende Stellung hatten. Das muss man sich mal vorstellen. Heute sieht die Welt ja so aus, dass die größten Unternehmen der gesamten Industrie, nicht nur der Tech-Industrie, sondern der gesamten Industrie sind halt tatsächlich die GAFAs, Microsoft und Intel gibt es immer noch. Und warum sind die so groß? Warum haben die so eine große Marktkapitalisierung? Weil sie letztendlich die Schnittstelle zum Kunden besetzen, monetarisieren und dann im Auktionsmodell die Profits letztendlich halt aus den bestehenden Industrien, die hier sind, das sind ja unsere Kunden, rausziehen. Ne? So, das ist übrigens auch der Grund, warum die Googles, Apples, Facebooks und Amazons in alle Industrien sozusagen reingehen können. Ne? Also mit diesem Monopol erlösen, sozusagen können die sich diese Innovationsbudgets leisten, um in all anderen vertikalen Industrien sozusagen reinzugehen. So. Was machen sie, was ist ihr Geheimnis? Radikale Nutzerzentrierung, weil das Produkt in einer digitalen Welt ist am Ende des Tages halt eine Experience. Ne? So, das wissen wir so irgendwie so aus dem Bauch heraus. Jedes Produkt sozusagen wird letztendlich halt zu einem Service. Dann passiert was ganz Interessantes und da kommen wir so ein bisschen ins Spiel, alle, die hier so ein bisschen so sitzen. Wobei ich weiß gar nicht, wo hier er kommt. Wer hat Unternehmenshintergrund? Oder wer bearbeitet, macht wirklich auf Unternehmensseite ein Produkt? Ah, fast die Hälfte Agenturen. Rest? Gibt es auch. Ja. Also doch überwiegend würde ich sagen, jetzt aus einer Unternehmensrichtung. Ja. So, und da tauscht sich das so ein bisschen aus. Ne? Also die Agenturen, die vorher sich um die Marke gekümmert haben, kümmern sich jetzt eben auch ganz stark um die Experience. Und viele unserer Kunden, wir kümmern uns nur noch um die Marke, um den Brand. Weil unser Produkt ist ja austauschbar geworden. Wir machen Marke, und die Agentur, die muss tatsächlich die Experience sozusagen bieten. So, also grob vereinfacht, Produkte werden halt so Services und Services ist halt die Experience und dafür haben wir halt in dem Buch sozusagen so einen Experience-Loop gebaut. Wie sieht denn eigentlich sozusagen diese digitale Experience aus? Wie baut man eigentlich eine Experience, die am Ende des Tages halt funktioniert? Da werde ich ein bisschen näher nochmal drauf eingehen. Ich bin jetzt immer noch bei dem Abschnitt edukativ, das große Ganze. Wir bauen also hier im Grunde genommen die digitalen Produkte, haben also hier letztendlich halt Produkt gleich Service gleich Experience sozusagen, unseren Experience Loop. Und da ist jetzt auf einmal die Marke. Ja? Also dadurch, dass wir erfolgreiche digitale Produkte sozusagen bauen, befeuern wir eigentlich die Markenbildung. Meistens ist es nicht umgekehrt, ne, bei digitalen Produkten. Weil, wenn ihr euch daran erinnert, wie habt ihr Amazon kennengelernt, wie habt ihr Google kennengelernt, wie habt ihr Facebook kennengelernt? Ja, nicht durch eine große TV-Kampagne, sondern es war ein Service, der irgendwann da war und diesen Service habt ihr genutzt und der war überlegen und ihr seid auf diesen neuen Service sozusagen gesprungen. Irgendwann, wenn ihr diesen Service jeden Tag genutzt habt, hat sich daraus letztendlich halt die Marke gebildet. Ja, weil ihr diesen Service im Kopf verknüpft habt mit irgendeinem Versprechen. Alle Informationen, die ich suche, finde ich dort. Ne, jedes Buch, was ich brauche, mit einem Klick gefunden und zweiten Klick letztendlich halt am nächsten Tag zu Hause. Und genauso ist das letztendlich halt auch, wenn man sich das groß nochmal anschaut mit dem Thema digitale Transformation. Ja, was passiert dann eigentlich sozusagen, wie kann denn digitale Transformation eigentlich passieren? Das bedeutet ja im Grunde genommen, dass sich das Unternehmen wandelt und dass das Unternehmen sich am Ende des Tages mit digitalen Geschäftsmodellen kümmert. Die These des Buches ist, das gelingt mir halt nur, wenn ich tatsächlich transformationale Produkte halt baue, in hinreichender Größe und Anzahl. Und der Erfolg dieser einzelnen Produkte sozusagen, das ist der Transmissionsriemen, mit dem sich am Ende des Tages halt Unternehmen verändern. Und das ist dann sozusagen dieses Gummibandspiel halt im Ganzen. Sozusagen, hier habe ich die Marke, das Versprechen, hier habe ich das Produkt, die transformationalen Produkte und hier habe ich dann die Veränderung letztendlich halt im Unternehmen. Das ist nochmal so der Blick sozusagen aus der Hubschrauberperspektive und jetzt vielleicht so ein bisschen ein paar Dinge sozusagen aus dem Buch. Detail sozusagen, wo ich vielleicht nochmal die nächste Viertelstunde eingehen kann, damit ich nicht ganz aus der Zeit rauskomme. Womit beschäftigt sich das Buch? Eigentlich mit den Themen sozusagen, die wir jeden Tag in unserer Arbeit haben, die wir erleben in den Diskussionen mit unseren Kunden. Und eine große Diskussion, die wir immer mit unseren Kunden haben, ist der Fluch der großen Zahlen. Ja, als ich Sender Schrader gegründet habe, habe ich in dem Jahr davor Being Digital von Nicholas Negroponte gelesen und der so einen schönen Satz hier gebracht hat, hier ist er nochmal abgebildet. Im Grunde genommen ist es halt so, dass in einer digitalen Welt geht es darum, letztendlich jedes Produkt zu digitalisieren. Darum muss ich mir Gedanken machen. Und das hat uns auch die ersten Jahre irgendwie bewegt.
Aber in diesem Gedanken ist halt eine ganz große Falle drin. Und diese Falle ist, dass man in diese Falle der Digitalisierungsrendite reinspringt. Das bedeutet, dass es einfach viel effizienter ist, Atome zu verteilen, Bits zu verteilen als Atome. Ne? Das ist klar. Wenn ich ein Paket verschicke, ist teuer. Wenn ich ein Internetpaket verschicke, kostet das im Grunde genommen null. Und in dem Moment, wo ich ein bestehendes Produkt halt digitalisiere, habe ich sofort eine Rendite. Ich spare Kosten. Das heißt, die Controller bei unseren Kunden können das sofort rechnen. Das heißt, ganz praktisch, wenn ich zu 95, 1995 hatte ich noch eine Bankfiliale mit 300 Quadratmetern. Die habe ich dann erstmal durch Digitalisierung geschrumpft auf 15 Quadratmetern. Das war die SB-Zone. Ja, das wäre ja super. Kundenservice 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Der Kunde macht im Grunde genommen alles selber. Ne? Also ich habe sozusagen und ich kann mir Personalkosten sparen. Ich brauche keine Schalterhalle, kein Panzerglas und diesen ganzen Quatsch. So. Dann kam der nächste Schritt, dann habe ich diese 15 Quadratmeter SB-Zone geschrumpft auf 150 Quadratzentimeter. Ja, das war im Grunde genommen unser 20 Zoll, 21 Zoll Desktop-Schirm Web und da habe ich Online-Banking gemacht. Noch besser, weil dann habe ich keine Mietkosten mehr, ich habe keinen Vandalismus mehr sozusagen in meiner digitalen Filiale. Auch noch super. Dann kam 2007 halt das iPhone. Super, ich mache jetzt eine App. Und da schrumpft sozusagen jetzt diese 150 Quadratzentimeter zu 1,5 Quadratzentimeter sozusagen. Und dann bin ich nur noch eine App. Ja? Genau wie Nokia zu einer App wurde, dann nur noch als Telefonsymbol sozusagen. Und dann war die Unternehmensbewertung halt auch futsch. Ne? Also es wird immer weiter geschrumpft. Und dann habe ich das Problem, das Ding gehört mir aber nicht mehr. Der Pixel Real Estate von diesem App-Icon gehört mir nicht mehr. Der App Store gehört mir nicht, die Zulassung gehört mir nicht, die User Experience gehört mir nicht. Einige von euch haben vielleicht in den letzten Tagen Boot installiert, sozusagen, damit man Apple Pay in Deutschland nutzen kann. Ja, also dann habe ich auf einmal Apple Pay sozusagen. Also diese ganze Infrastruktur sozusagen gehört mir am Ende des Tages nicht mehr. Und dadurch, dass ich sozusagen diesen Fluch sozusagen der Controller reingegangen bin, um eine Digitalisierungsrendite zu ziehen, nämlich Personalkosten, Ressourcenkosten, Mietkosten zu sparen, um einen Service zu digitalisieren, habe ich aber den Endkundenkontakt verloren. Ja, weil ich habe nicht investiert in Digitalisierung, in digitale Geschäftsmodelle, in Innovation, sondern ich habe eigentlich in Digitalisierung 1.0, ich nenne das mal so Elektrifizierung, investiert in das Spiel, was die McKinseys eigentlich seit 30 Jahren kennen, einfach Kosten sparen sozusagen und eine Effizienzmaschine sozusagen zu bauen. Ganz große Falle. So, und dann haben die Unternehmensberatung gesagt, naja, okay, das haben wir irgendwie verstanden. Eigentlich geht es halt um Innovation, es geht um Kultur. Und dann fangen die an, sozusagen mit so Innovationskultur in die Unternehmen reinzugehen. Also da macht jeder Vorstand macht dann seine Disney-Tour durch Silicon Valley und guckt sich an, wie man halt mit Holzwänden, Glas-Post-it-Aufkleber sozusagen arbeitet. Service Design, Ideation und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich aber auch sehr schnell sozusagen ein Problem, weil natürlich nur dadurch, also Dück nennt das ja Cargo-Kult, nur dadurch, dass ich sozusagen andere simuliere, habe ich ja noch nichts geschafft. Also ich bin selber ein Kind der 70er Jahre, ne? Also ich bin TV-Native, eigentlich nicht Digital-Native. Ich kann aber keine Filme drehen. Ja? Also ich habe aber eine ganz hohe TV-Kompetenz. Ne? Also Fernsehen gucken kann ich wirklich super. Das ist mit den Digital Natives auch so. Die können auch super Internet. Ne? Das können die rauf und runter. Machen können die es erstmal nicht. Also selber was bauen. Also das sind schon zwei unterschiedliche Ebenen. Und dann kommt ja was dazu. Dadurch, dass ich mir nur anschaue, wie andere sozusagen erfolgreich arbeiten, nehme ich ja sozusagen eine entscheidende Variable aus der Gleichung, nämlich was jeder Venture Capitalist macht, nämlich dass eben nur maximal 5% seines Portfolios eigentlich durchkommen. Ja? Oder 2% sozusagen seines Portfolios oder 1% seines Portfolios kommt durch. Die meisten scheitern ja. So, und jetzt, wenn ich jetzt anfange, so als Unternehmen zu sagen, ich muss so arbeiten wie ein Startup, dann Halleluja, weil dann mit der gleichen Wahrscheinlichkeit sozusagen scheitere ich ja mit den ganzen Digitalisierungsthemen sozusagen. Und dann habe ich natürlich ein Riesenproblem. Also das ist ja die Kernfrage, wie kriege ich das eigentlich hin, digitale Produkte sozusagen zu bauen? Auf welche Karten sozusagen setze ich? Und nur das Simulieren letztendlich halt von Startup-Kultur. Das ist eben zu kurz gesprungen. Ne? Sondern der Kern ist letztendlich halt immer am Nutzer zu Beginn. Das kennen wir alle sozusagen, dieses Spiel. Deshalb gehe ich darauf nicht so sehr ein. Nur vielleicht sozusagen dieser Absatz hier immer nochmal so wirklich sich das Thema auch nochmal reinnehmen, dass die Wertschöpfungskette, die beginnt in der digitalen Ära sozusagen natürlich immer in der Nutzerschnittstelle. Ich muss immer gucken, wo ist letztendlich halt sozusagen der Wert für den Nutzer, den ich halt kreiere.
Und daraus baue ich letztendlich halt ein Produkt, einen Service, der das Verhalten von Menschen ändert. Und wenn das skaliert am Ende des Tages, verändere ich damit Nutzererwartung, Produkterwartung, Erwartung letztendlich halt in die Produktkategorie. Und damit am Ende des Tages dann, am Ende verändere ich damit halt das Unternehmen. Aber ich fange nicht damit an, das Unternehmen als erstes zu verändern, sondern ich fange an, immer sozusagen über ein Produkt letztendlich halt eine Verhaltensänderung des Endkonsumenten, des Menschen letztendlich halt hinzubekommen. Weil dort letztendlich die Quelle jeder Wertschöpfung ist und damit am Ende des Tages halt auch der Geldfluss stimmt. Also, das geht am Ende des Tages darum, mit transformationalen Produkten halt die Erwartungshaltung von Menschen an Produkte zu verändern und die Erwartung an Produktkategorien, ja, dann das Verhalten zu verändern, also erstmal die Erwartung, dann das Verhalten, dass ich mich selber sozusagen. Ich buche jetzt Hotels anders, ich kaufe anders ein, ich fahre anders Auto, also dass ich im Grunde genommen wirklich alltägliche Verhaltensänderung halt erziele mit meinen Produkten und am Ende des Tages natürlich auch eine Transformation halt der Wertschöpfung, also nicht nur Elektrifizierung halt betreibe unter dem Controlling-Aspekt, um Dinge kostengünstiger abzubilden, sondern tatsächlich in neue Geschäftsmodelle reinzugehen. Weil nur durch Kostencontrolling und durch Ersparnisse kriege ich am Ende des Tages ja meine Produkte und mein Geschäftsmodell nicht robust. Ja, das ist ja immer das Problem. Auch da bin ich ja im Fluch der großen Zahlen. Das heißt, wenn ich heute ein Unternehmen bin, was 10 Milliarden Umsatz macht und ich baue jetzt ein digitales Labor, um dort Innovation halt zu machen, und da wird ein Case kreiert, der 20 Millionen EBIT bringt, da würde sich jeder hier im Raum freuen und sagen, ja, ist. Na, also, Sky is the Limit, das ist ja super. Dem Unternehmen selber hilft das nicht. Also, diese 20 Millionen, das ist einfach ein Witz. Ja, das ist so die Monatsstrafe für Diesel oder das ist die Provision für den chinesischen Markt in 3 Wochen. Ne? Also, 20 Millionen ist einfach nichts für diese Unternehmen, sondern ich muss reinkommen, sozusagen Produkte zu entwickeln mit einer Wertschöpfungslogik, die am Ende des Tages tatsächlich auch adäquat ist zu dem Gesamtunternehmen. Prime ist beispielsweise so ein Produkt, an dem man das mal durchdeklinieren kann. Da reicht jetzt so die Zeit nicht für. Ein Aspekt vielleicht noch sozusagen, ich habe eben ein bisschen so über Services gesprochen. Es gibt so ein schönes Zitat von Marc Andreessen, dem Gründer von Netscape. Software is eating the world, habt ihr alle wahrscheinlich schon gelesen in den letzten Jahren. Das ist auch immer noch richtig. Ne? Es ist, aber eigentlich ist es so, was macht eigentlich Service, was macht eigentlich Software? Software ist eigentlich in unserer Welt immer ein Service. Ja, also das natürlich sozusagen so ein Carsharing-Dienst in vielen Aspekten, eine Virtualisierung sozusagen eines physischen Produktes und es ist mit Software betrieben. Der eigentliche Ja, genau, wurde unterbrochen. Ja? Sondern eigentlich sozusagen, was der Software macht, ist, dass Software letztendlich halt Produkte transformiert in Services. Also durch Software gelingt es uns sozusagen ein physisches Produkt, ob es jetzt ein Auto ist oder ob eine Bankfiliale, was auch immer, letztendlich in einen Service zu transformieren. So, und deshalb sage ich eigentlich immer, lieber eigentlich, weil es näher am Nutzer ist, mehr Menschen ist, Services are eating the world. Und nicht so sehr auf den Software-Aspekt einzugehen. Ich habe gesagt, ich war eben sozusagen bis knapp eben sozusagen noch in Cannes und habe mir sozusagen nochmal so die alte Welt gegeben. Was macht die alte Welt? Ja, 388 Juroren in schieß mich tot wie vielen Disziplinen, die dort Preise vergeben für Kommunikation und Kreativität. Ja, es wird in der Regel sozusagen ein Standardprodukt genommen, oft ein Commodity-Produkt. Die meisten Produkte, mit denen wir uns ja umgeben, sind ja in der alten Welt Commodities. Und dann wird letztendlich halt mit Kommunikation versucht, dieses Produkt irgendwie emotional aufzuladen, irgendein Versprechen reinzudeuten, eine Proposition, ein Purpose, eine Haltung der Weltverbesserung, was auch immer sozusagen, was eigentlich im Produkt nicht drin ist, was auch oftmals in der Kultur des Unternehmens überhaupt nicht drin ist. Sondern es wird im Grunde genommen wird versucht, eine Relevanz zu erzeugen, um das Produkt in der Vielzahl anderer vergleichbarer Produkte im Markt zu differenzieren. Also, und da beschäftigt sich eine ganze Industrie mit, von Brand, PR, Advertising, Customer Relationship Management, das sogenannte Promotions. Auch das, was wir im Digital erleben, ist ja oftmals nichts anderes als die Digitalisierung, die Elektrifizierung dieser Modelle. Das heißt sozusagen, ich baue hier sozusagen Storytelling um mein Produkt
Und na klar, und das mache ich dann auch in Social Media sozusagen. Und deshalb bin ich jetzt ganz digital. Totaler Quatsch. Das ist im Grunde genommen nur ein anderer Kommunikationskanal, mit dem ich eigentlich eine ganz alte Mechanik im Grunde genommen nochmal neu versucht sozusagen zu befeuern. So, und bei transformationalen Produkten ist es so, dass das Produkt selber sozusagen sich verkauft. Da ist das Marketing in den Produkten sozusagen eingebaut, ja, und hat ganz viele Strömungen sozusagen nach draußen. Das Erste, das Wichtigste sozusagen, ist halt die User-ID, dass ich mich überhaupt sozusagen, dass ich einen personalisierten Service habe, also ein personalisiertes Produkt habe, ja. Das klingt ja total trivial für uns alle, ja, aber wenn ihr das noch tut, ein Auto kauft und fragt, was ist denn jetzt die User-ID von eurem Fiat, Volkswagen, Mercedes? Was ist das denn? Ist das der Autoschlüssel, ja, mit dem ich mich einlogge oder auslogge, wenn ich den vergesse und komme nicht mehr ins Auto rein? Ist es der mycar.com, wo ich mich irgendwie registriere, aber was kann ich da machen? Da kann ich ja auch irgendwie nicht so richtig machen. Und das machen all die digitalen Pure Player perfekt. Die fangen einfach an mit der User-ID sozusagen, und darauf bauen sie sozusagen all ihre Services sozusagen auf, ne? Mit Personalisierung, Subscription Services und so weiter und so fort, nicht? Also das Produkt selber sozusagen kommuniziert sich am Ende des draußen. Zum Thema Software habe ich schon was gesagt. Das ist halt für unsere Kunden total fies, ne? Unsere Kunden haben in der Regel keine Softwarekultur. Ne? Die Hälfte von euch machen Produkte, da nehme ich an, da kann es anders sein. Aber von unserer Seite sozusagen, also womit wir uns als Sennerschreiber beschäftigen, unsere Kunden haben keine Softwarekultur sozusagen. So. Aber den Softwareunternehmen, dadurch, dass das Software sozusagen materielle Produkte virtualisiert und zu einem Service macht, brauche ich als Unternehmen natürlich eine Software-DNA. Sonst kann ich das eigentlich gar nicht tun. Sonst habe ich ganz viele Silos, die einfach irgendwas nebeneinander halt machen, aber ich kriege das nie wieder zusammengebunden. Die Softwarefirmen schaffen das aber viel schneller, weil sie eine Softwarekultur haben, natürlich dieses Modell, ne, der Virtualisierung von Atom in Bits in jede Industrie sozusagen zu übersetzen. Das haben wir vorhin ja gesehen bei den GAFAs, das ist im Raster, deshalb gelingt es halt den GAFAs und anderen digitalen Pure Player sozusagen in jede andere Industrie ganz leicht reinzugehen, weil dieses Thema, diese Kernkompetenz, diese Core Capability in der Transformation von Atomen zu Bits durch Software letztendlich halt beherrscht wird. Nicht? Diese Produkte sozusagen Bau. Klar, darum wird wahrscheinlich heute die ganze Konferenz sozusagen gehen. Ne? Also, wie baue ich das dann eigentlich? Dafür haben wir so ein Playbook auch in dem Buch gebaut, wie wir das halt bei uns bei Sennerschrade halt machen, was da so die Beispiele sind. Auch hier nochmal die Fahne hoch für Ottensen. Hier die Product Field Leute kennen vielleicht auch der eine oder andere. Ich finde das großartig, die Methodik. Mit der arbeiten wir auch sehr viel. Haben wir auch in dem Buch vorgestellt. Haben wir auch die deutsche Übersetzung jetzt verlegt. Das wird im Grunde genommen im Buch dargestellt. Das heißt, wie sehen halt diese Product Teams aus? Wie sieht dieser Product Creation Prozess eigentlich aus? Welche Stages gibt es dort? Welche Methoden sind sinnvoll oder nicht sinnvoll? Und wie wirkt denn letztendlich halt das Thema Produktbauen, Kreation von Produkten denn sozusagen in der Überleitung auf das Unternehmen? Ja, also ich habe hier das eigentliche Produktteam, ich habe hier mein Methodensystem, mein Vorgehensmodell und dann am Ende des Tages, wie sehen dann eigentlich die Transmissionsriemen aus? In die eigentliche Unternehmung. Das stellen wir so ein bisschen vor. Ich drücke jetzt so ein bisschen auf die Tube. Über den Fluch der großen Zahlen habe ich schon gesprochen. Als ich das Buch geschrieben habe, in den letzten Monaten mal überlegt, in welcher alten Industrie sozusagen gibt es dann eigentlich eine ähnliche Aufgabenstellung, dass ich eigentlich morgen tot bin. Ne? Also das haben wir ja immer sozusagen bei digitalen Produkten, haben wir immer das Gefühl, durch Moore's Law, alle 18 Monate verdoppelt sich was und alle 18 Monate sieht die Welt wieder anders aus und da bin ich eigentlich tot. So, und wenn ich in meine Kundenhistorie reinschaue, muss ich sagen, 50% meiner Kunden gibt es gar nicht mehr. Ne? Also die wir noch 95, 96 betreut haben, die sind halt tot. Die sind in der Zwischenzeit halt gestorben, weil sie das mit der Digitalisierung nicht hinbekommen haben. Und es gibt eine Industrie, die eine ähnliche Aufgabenstellung hat, und das ist halt die Pharmabranche. Auch in der Pharmabranche habe ich ständig sozusagen die Verabredung mit dem Tod im Kalender. Nicht, weil ich mich mit dem Thema Indikationen und Krankheiten beschäftige, sondern weil da das Damoklesschwert ist, und was ein festes Ablaufdatum habe, ist das Patentrecht. Nach 15 Jahren ist mein Patent einfach wert. Und dann nützt mir inkrementelle Optimierung halt nichts mehr.
Weil wenn ich eine Pille habe, die ich heute für $20 verkaufen kann und das Patent läuft ab und ich habe einen Generika-Hersteller, der die gleiche Wirkstoffkombination zusammenmixen kann, dann kostet die Pille eben nicht mehr $18,99 oder $17,50 oder was auch immer, sondern 20 Cent. Ich komme von $20 sozusagen auf 20 Cent. Ne? So, das ist Faktor 100. So, das ist eine Moore's Law, denke, wenn ich über 15 Jahre immer eine Verdoppelung habe, habe ich einen ähnlichen Faktor. Ne? Also die sind eigentlich in einer ähnlichen Problemstellung drin, dass sie Milliarden Produkte haben, ja, also mit ihren Blockbuster-Produkten verdienen die halt Milliarden. Ja, oftmals mit 5 Produkten machen sie 80% des Umsatzes Pareto. Ne? Und diese 5 Produkte sind aber 15 Jahre durch 2, ne, Hälfte sozusagen der Lebenszeit. Durchschnittlich nach 7,5 Jahren ist diese Produktwelt, die sie haben, nichts mehr wert. Und warum sind diese Unternehmen dann immer noch irgendwie mit Milliarden bewertet? Kann man sich immer die Frage stellen, wie kann das eigentlich sein? Also jeder Anleger müsste doch wissen, ich investiere da jetzt in Roche, in Merck, in was auch immer, in ein Unternehmen, was eine Produktpipeline hat, was in 7 Jahren nichts mehr wert ist und dann haben die nur noch hunderte von Millionen Personalkosten und so weiter. Das kann ja eigentlich nichts wert sein. Der Trick ist, dass die halt ein sehr schlaues System halt gebaut haben, wie sie letztendlich halt doch in Zeiten der Unsicherheit sozusagen Blockbuster-Produkte halt bauen. Und wie bauen die das? Die bauen im Grunde eine robuste Produktpipeline auf. Ja, also sie bauen eine Pipeline auf von Produkten, die am Ende des Tages dafür sorgen, dass sie zum Stichwort X mit einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit erfolgreiche medizinische Blockbuster-Produkte sozusagen am Markt haben. Ja. Das heißt, sie investieren sehr viel Geld in diese Produktentwicklung, all das, was wir hier zurzeit sozusagen besprechen, ne? Produktentwicklung, Produktinnovation, ist ja super. Und da haben die eigentlich mehrere Tricks. Das eine ist, die machen so ein Innovations-Triple-Play, das heißt, sie investieren grundsätzlich sehr früh sozusagen in Research, haben klare Stage-Prozesse sozusagen, damit Produkte sozusagen bewertet werden, haben die eine Chance eigentlich Markterfolg zu werden. Ne? So, und das gucken die sich halt sehr genau an, das ist wirklich sehr strukturiert, denn dieses Triple Play im Innovationsmanagement, das heißt, was sie machen ist, dass sie eine eigene Forschung haben, also übersetzt auf unsere Kundenwelt, sie haben ein eigenes digitales Lab, also machen da selber sozusagen Produktentwicklung. Das reicht aber nicht aus, um letztendlich halt mit hinreichender Sicherheit nach 5 Jahren wirklich die 5 Knallerprodukte gefunden zu haben. Dann, deshalb machen sie noch 2 andere Dinge. Sie kaufen Startups, ne, die Wirkstoffkombinationen haben, da könnte was drin sein. Ne, da könnte ein Thema sein, was am Ende des Tages funktioniert. Also die Ratte lebt und da hilft es, der Menschenaffe stirbt noch. Ne? Also, aber irgendwie, da könnte was drin sein, ist noch nicht fertig, aber da kann man sozusagen investieren. Und das Dritte, was sie machen, ist Auftragsforschung. Also in unserer Welt, sie beauftragen Produktentwickler, Agenturen und so weiter und so fort für sie, die entsprechenden Produkte zu bauen. Und was sie dann halt können ist, die bauen im Grunde genommen diese Produktpipeline auf, von Kandidaten, die funktionieren, bringen diese Produkte durch die Stage Gates und wenn sie marktreif sind, dann haben sie eine riesige Maschine, die diese Produkte in ganz kurzer Zeit weltweit global skaliert. Weil 15 Jahre, das heißt jeder Monat zählt. Ich hab im Grunde 15 mal 24 Monate Monetarisierungszeit und in diesen 15 mal 24 Monaten muss das Ding in zigtausende von Medizinern in die Köpfe sozusagen rein. Da brauche ich Vertriebstruppen, da brauche ich Marketing und so weiter und so fort. Das hört sich irgendwie komisch an, das machen die Googles aber auch. Weil die Googles sozusagen hier in Hamburg, das sind ja nicht die Innovations-Googles, sondern das ist die Maschine sozusagen, die neuen Google-Produkte sozusagen in die Köpfe der Kunden rein platziert sozusagen, die Vertriebstruppen. Ja, das ist das im Grunde Spiel. Ich habe sozusagen diese großen Unternehmen, die den Scale haben, diese globale Präsenz haben. Ich habe dann sozusagen diese lokalen Produktentwicklungshubs und spiele sozusagen dann diese Produkte raus. Du hast mir schon zweimal das Zeichen gegeben, deshalb einmal, sorry. Deshalb höre ich jetzt auch auf. Danke.